Was genau passt Ihnen denn nicht am Vorgehen der Regierung? Also auch das sei der Regierung zugestanden. Es ist keine einfache Situation. Und wenn Sie genau zugehört haben, was ich gesagt habe, sowohl in einer Pressekonferenz als auch im Nationalrat, dann habe ich festgehalten, dass wir in Österreich Gott sei Dank in einer Situation sind, wo Panikmache völlig unangebracht ist und wo wir sehr, sehr weit davon entfernt sind, dass wir Szenen erleben müssten bei uns, wie wir sie aus den Fernsehbildern zum Beispiel aus China kennen. Das ist gut so und ich glaube, hier trägt jeder seinen Teil der Verantwortung. Das heißt aber nicht, dass man sich von Seiten der Regierung nicht besser vorbereiten hätte können. Denn wir wissen ja von diesem Virus ja spätestens seit Anfang Jänner, wir wissen seit Mitte Jänner, dass es eine Ausbreitung gibt. Wir wissen, dass es kommen wird. Und dann frage ich mich, wo sind die Vorbereitungshandlungen der Bundesregierung gewesen? Und die gibt es schlicht und ergreifend nicht. Sonst wäre es nicht möglich, dass wir nicht einmal ein Krisentelefon haben, das bei der geringsten Belastung nicht zusammenbricht. Und das war die Situation der ersten Tage. Um nur ein Beispiel zu nennen, da schickt man einen sogenannten Generaldirektor für öffentliche Sicherheit ins Fernsehen, der er ja gar nicht ist. Ja, ist ja nur ein Ersatzmann, sagen wir jetzt einmal. Und der erzählt den Österreichern dort völlig lieblos heruntergelesen von einem quasi Zivilschutzpapier, das mit Corona überhaupt nichts zu tun hat, dass die Leute Mineralwasser einlagern sollen. Und er weckt damit den Eindruck, als hätte unser Trinkwasser irgendwas mit der Verbreitung des Virus zu tun. Und das sind Dinge, wo man sieht, dass man nicht vorbereitet gewesen ist. Und stattdessen überzieht man das Land mit einem Wust von Pressekonferenzen, wo jeder was anderes sagt. Der Gesundheitsminister sagt, diese Schutzmasken, die braucht man nicht, weil die helfen nichts. Der Innenminister teilt sie gleichzeitig aus, ja, allerdings in Form von abgelaufenen Masken aus dem Jahr 2005. Ja, und. Und da habe ich mir erlaubt zu sagen, das ist ein heilloses Durcheinander. Da gehört eine klare Kommunikationsstruktur hinein, da braucht es ein klares Oberkommando und nur dann wird die Krisenkommunikation entsprechend funktionieren. Das ist besser geworden, das gestehe ich der Regierung zu. Aber was ich ja jetzt vorwerfe, ist, dass man noch immer nicht an allen Schrauben dreht, an denen man drehen könnte. Warum gibt es keine Quarantäne für illegale Zuwanderer? Wenn da irgendjemand in Niederösterreich aufgegriffen wird oder in der Oststeiermark, warum stecke ich diese Leute nicht einmal in Quarantäne? Sind ja teilweise Afghanen, sind teilweise Leute aus dem Iran, wo wir wissen, dort ist das Virus sehr, sehr weit verbreitet. Warum geht man hier nicht dazu über, diese Leute zunächst einmal zu isolieren, um jeden Schritt zu setzen, der die Gefahr für die eigene Bevölkerung minimieren kann? Und warum kontrolliere ich nicht an den Grenzen? Allein die Präsenz von Polizisten mit Informationsblättern zum Beispiel, ja, das schafft Bewusstsein, das schafft Problembewusstsein. Und es wird sicherlich auch gelingen, den einen oder anderen Infizierten aus dem Verkehr zu ziehen. Und das sind aus meiner Sicht Unterlassungen, die sind unverantwortlich. Am Flughafen wird ja auch kontrolliert. Aber wäre es nicht viel naheliegender, einmal zum Beispiel am Flughafen strikter vorzugehen, denn es landen nach wie vor Flüge aus Norditalien, alles, Flüge aus dem Iran beispielsweise, mehrmals in der Woche Maschinen. Alles das gehört dazu. Und das hätte ich mir auch erwartet unter einer soliden Vorbereitung, dass man sich schon überlegt im Vorfeld, seit Mitte Jänner, was tun wir, wenn in unseren Nachbarländern gehäuft Infektionsfälle auftreten? Was sind die Verbindungen, die es dort gibt? Wie kann ich vorgehen, um diese Verbindungen zu minimieren, ohne dass alles zusammenbricht und bei den Leuten Bewusstsein zu schaffen, dass man nur diejenigen Grenzübertritte dann auch tätigt, die notwendig sind und. Ja? Um das geht's. Aber sollen diese Flüge aus dem Iran beispielsweise Ihrer Meinung nach überhaupt komplett gestoppt werden? Ja, also ich glaube, in der jetzigen Situation, wo wir im Iran ein Regime haben, das offensichtlich hauptsächlich damit beschäftigt ist, die Infektionsfälle zu verschweigen. Ja, da ist das Gebot der Stunde, dass wir da jetzt nicht zu den Problemen, die wir in Europa schon haben, uns noch zusätzliche aus dem Iran hereinholen. Und das meine ich damit. Also an jeder einzelnen Schraube zu drehen, wo man nur drehen kann, alles unaufgeregt, aber einen Plan verfolgend. Und das Gefühl habe ich lange Zeit nicht gehabt, dass es diesen Plan gibt. Und jetzt, wenn man Illegale nicht in Quarantäne setzt, wenn ich nicht auch an diesen Grenzen kontrolliere, wenn ich nicht etwa im Flugverkehr entsprechende Einschränkungen treffe, dann habe ich immer noch meine Zweifel. Und wenn dann der Innenminister hergeht und abgelaufene Schutzmasken an die Polizisten verteilt, dann weiß ich erst recht, dass man nicht vorbereitet ist. Aber vielleicht kontrolliert er auch deswegen nicht an den Grenzen, weil er keinen Schutz hat für seine Polizisten. Jetzt hat die Schweiz beispielsweise
lassen, dass Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Besuchern abgesagt werden? Ich glaube, bis Ende März gilt das sogar. Wäre das Ihrer Meinung nach auch in Österreich sinnvoll? Ja. Ich glaube, man sollte das zumindest am Radar haben. Ja, die Schweizer sind bekannt dafür, in wesentlichen Fragen vorsichtig zu sein. Ja, sagen wir mal so, die Verteidigung ihrer eigenen Heimat in einem umfassenden Sinn sehr ernst zu nehmen. Es gibt viele Dinge, vom Grenzschutz über die Luftraumüberwachung bis auch zur Verfahrensweise mit Illegalen, wo man sich an der Schweiz ein Beispiel nehmen kann. Und ich glaube, das wäre auch etwas, wo man gut beraten wäre, es der Schweiz gleich zu tun. Es bricht ja deswegen die Welt nicht zusammen. Und ich glaube, wenn es jetzt gelingt, eine entsprechende explosionsartige Verbreitung des Virus zu unterbinden, dann können wir viel, viel entspannter auch in die nächsten Monate hineingehen.